Amanda Taylor, eine junge Frau, auch bekannt als die Selfie-Killerin, ist mit 24 Jahren bereits Witwe gewesen und wurde zur Mörderin ihres eigenen Schwiegervaters. Denn diese grausame und schreckliche Frau, über welche wir heute reden werden, postete nur kurz nachdem sie ihren Schwiegervater auf die brutalste Art und Weise ermordete, einen Post auf Social Media. Dort schrieb sie: "Ich habe meinen Schwiegervater erstochen, weil er meinen Ehemann zerstört hat." Wie es überhaupt dazu gekommen ist und was diese Frau so grausam macht, über all das werden wir heute sprechen. Doch in dem Sinne erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von True Crime. Doch ich würde sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir, denn wir werden jetzt über etwas sehr, sehr Ernstes sprechen, über einen unglaublich grausamen und schrecklichen Fall. Zudem könnt ihr wieder sehr gerne ein Foto mit eurem Handy machen, wie ihr gerade mein Video anschaut, mich auf Instagram markieren und das in eure Story posten und ich werde dann eure Stories in meiner Instagram Story reposten. So kann man sich so ein bisschen gegenseitig supporten. Ich finde das immer ganz cool. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir legen jetzt mit dem Fall los von Amanda Taylor. Doch fangen wir erstmal ganz von vorne an. Wie ich euch bereits im Intro schon gesagt habe, war Amanda bereits mit 24 Jahren Witwe. Doch wie war ihr Leben mit ihrem Mann, bevor er von ihr ging? Die beiden lernten sich in der Schule kennen. Sie hatten ein besonderes, aber auch gemeinsames Hobby. Und zwar war es die Besessenheit von Serienkillern und Massenmördern. Also es ging weit über das Interesse der Taten und der Täter. Es ging sogar so weit, dass sie teilweise Briefe schrieben und diese an noch lebende inhaftierte Mörder schickten. Also so eine Art Fanbriefe, sowas wie wir es auch von Jeffrey Dahmer kennen. Der hat ja auch ganz, ganz viele Briefe und Post von seinen Anführungszeichen Fans bekommen und so waren die beiden. Also sie waren wirklich so besessen davon, dass sie sich teilweise hinsetzten, diese Briefe verfassten und halt eben an diese Mörder verschickten. Und diese Besessenheit ging irgendwann so weit, dass die beiden so eine Fantasie hatten. Und die haben sich gesagt, hey, es wäre so geil, wir wollen unbedingt auch mal auf Reisen gehen und während dieser Reise Leuten schlimme Dinge antun. Wir wollen Straftaten begehen, auch Menschen umbringen, während wir eben auf dieser Reise sind. Und das zeigt auch einfach, wie gefährlich so eine Besessenheit werden kann. Und ich sag's ja auch immer wieder, es gibt ja zu so vielen Themen und viele Leute sind halt so besessen von einer Sache, dass diese Fantasie einfach nicht mehr ausreicht und man es in die Tat umsetzen muss, um wirklich diese Befriedigung zu bekommen. Wenn man allerdings nichts von der Besessenheit der beiden wusste, dann sah man tatsächlich eine kleine Familie. Amanda wurde schwanger, als die beiden noch zur Schule gingen. Und aufgrund der Schwangerschaft brach sie eben die Schule ab und die beiden heirateten, noch bevor ihr Sohn zur Welt kam. Und kurz darauf bekamen die beiden auch schon ihr zweites Kind. Es wurde eine Tochter. Es gab nur leider ein riesengroßes Problem in deren Beziehung und auch in der Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder. Denn Rex, also ihr Ehemann, war medikamentenabhängig. Und er litt unter sehr schweren Depressionen. Und leider war es so, dass im April des Jahres 2014 sich Amanda von Rex trennte. Denn sie wollte einfach nicht, dass ihre Kinder weiter ihrem drogenabhängigen Vater um sich hatten. Kann man natürlich auch verstehen. Aber ist natürlich auch sehr schade für solch eine Familie und für eine Ehe, dass sie aufgrund solcher Taten und Abhängigkeiten leider zugrunde geht. Ja, Rex war zu diesem Zeitpunkt sehr aufgelöst nach dieser Trennung und wusste nicht, wo er hingehen sollte. Deswegen zog er zurück zu seinen Eltern. Ja, und dort gab es leider auch das Problem, dass sein Vater ebenfalls unter einer Medikamentenabhängigkeit litt. Und so war es, nicht das beste Umfeld für Rex, um sich zu bessern. Aber es hatte eine gute Sache, diese ganze Trennung. Denn die beiden konnten somit nie auf ihre geplante Reise gehen. Die Reise, von welcher ich euch am Anfang erzählt habe, wo sie gesagt haben, jo, wir reisen durch das Land und ermorden willkürlich Menschen. Es war der August im Jahr 2014, also lediglich 4 Monate später. Der Sohn der beiden wurde 7 Jahre alt. Und dieser Tag muss irgendetwas in Rex ausgelöst haben. Denn es war auch der Tag, an dem er sich das Leben nahm. Und wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, brach die Welt von Amanda zu diesem Zeitpunkt total zusammen. Ich meine, wem würde es nicht so gehen? Denn sie hatte ihn ja nicht verlassen, weil sie ihn nicht mehr liebte, sondern weil ein Zusammenleben mit ihm und seiner Drogensucht in Kombination mit den Kindern
einfach nicht mehr möglich war. Und sie liebten sich natürlich noch. Es war einfach nur ein super schwieriges Verhältnis. Und ich denke, ihr könnt euch vorstellen, wie schrecklich es für diese Frau gewesen sein muss, mitzubekommen, dass sich ihr eigener Ehemann das Leben genommen hat. Und da fing die eigentliche Problematik an. Denn sie leitete all ihre Wut auf ihren Schwiegervater Charles und gab ihm die Schuld daran, dass sein Sohn medikamentenabhängig war und sich aus diesem Grund auch das Leben nahm. Und der Tod von Rex hat sie dann noch komplett an ihre Grenzen gebracht. Und sie versuchte sich am 27. März des Jahres 2015 an dem gemeinsamen Geburtstag von Amanda und Rex an seinem Grab das Leben zu nehmen. Ja, und wie es eben das Schicksal so wollte, überlebte sie diesen Selbstmordversuch und daraufhin wies sie sich selbst in ein Krankenhaus ein. Dort versuchte sie Hilfe zu bekommen, wurde aber leider, obwohl sie selbst in der Klinik bleiben wollte, am 1. April wieder entlassen. Und das war ein riesiger Fehler. Denn leider war die Entlassung aus dem Krankenhaus genau das, was nicht passieren hätte dürfen, denn nur 3 Tage später ging Amanda mit einem Freund namens Sean zu ihrem Schwiegervater mit dem Vorwand, das noch anstehende Ostergeld für ihr Kind einzufordern. Später in einem Interview erzählte Amanda, dass wenn sie in der Klinik Hilfe bekommen hätte, das alles vielleicht anders ausgegangen wäre. Und wie ihr es euch wahrscheinlich denken könnt, ist es nicht bei diesem Ostergeld geblieben. Denn dieser Besuch war gleichzeitig der grauenhafte Mord an ihrem Schwiegervater, dem Vater von ihrem ehemaligen Ehemann. Und ich weiß, das ist schon extrem heftig, wenn man sich überlegt, dass diese Frau so psychisch krank war, dass sie den Schwiegervater ermordet hat. Aber wisst ihr, was noch viel, viel kranker an dieser Ermordung ist? Und zwar, dass sie genau darauf achtete, dass sie ihn um 3.27 Uhr ermordete. Denn diese Uhrzeit sollte das gemeinsame Geburtsdatum der beiden symbolisieren, den 27.03. Charles saß zu dem Zeitpunkt auf dem Sofa, als Amanda ihm mit einem langen Messer angriff. Sie versuchte, Charles mit dem Messer in die Brust zu stechen. Dieser schrie und packte Amanda an den Haaren. Als Charles nicht aufhörte zu schreien, schaltete sich Sean ein und schlug ihm mit einem Brecheisen oder einem Schraubenschlüssel auf den Hinterkopf. Das ist eben die Erzählung von Amanda, wie die Tat stattgefunden hat, und sie konnte sich nicht mehr genau daran erinnern, ob es ein Brecheisen oder ein Schraubschlüssel war. Charles, der 59 Jahre alt war, pflegte zu diesem Zeitpunkt seinen eigenen Vater, der allerdings unversehrt in seinem Bett vorgefunden wurde. Amanda und Sean klauten das Geld aus dem Geldbeutel ihres Schwiegervaters und flüchteten. Während Amanda auf der Flucht war, postete sie ein Bild über den Nachrichtenreport, dass sie mit Sean flüchtete und wegen der Ermordung ihres Schwiegervaters gesucht wird. Unter diesem Bild schrieb sie: "Ich habe meinen Schwiegervater erstochen, weil er meinen Ehemann zerstört hat." Führte sogar ein Telefoninterview mit einem lokalen Reporter, während sie noch auf der Flucht war, und erzählte diesen von der aufregenden Gefühlsachterbahn, die sie bei der Ermordung von Charles durchlebte. Die beiden flüchteten mit einem Jeep und Amanda hatte vor, ihre ursprünglich geplante Reise mit Rex, Leute umzubringen, nun mit Sean zu machen. Dieser bekam aber bereits nach der Ermordung von Charles kalte Füße und war nicht so glücklich darüber, wie Amanda es war. Er erzählte ihr, dass er genau das seiner Mutter nicht antun könne. Und naja, Amanda war nicht so happy darüber. Amanda veröffentlichte über Facebook weitere Updates über ihre Tat und schrieb dort: "Ich habe das mit Stolz für Rex getan. Ich liebe meine Kinder, aber Charlie hat meinen Ehemann getötet." Nach diesem Update war es den Leuten klar, dass Amanda plant, sich selbst das Leben zu nehmen. Und sie schrieb auch, dass Sean nun tot sei. Das nächste Update postete sie wieder auf Instagram. Diesmal postete sie ein Bild von einem Revolver und schrieb darunter: "Okay, es ist nun die Zeit gekommen. Ich gehe nun meinen Ehemann in der Hölle suchen und werde endlich Frieden finden. Ich liebe dich, Mom, und meine kleinen Verrückten. Ich weiß, du wirst ihnen das Leben geben, das ich ihnen nach allem nicht geben kann. Ich kann mich nicht entschuldigen, weil ich endlich frei sein werde." Sean wurde tatsächlich schwer verletzt am Straßenrand gefunden. Amanda hatte auf ihn geschossen und ist dann geflohen. Sie hat ihn quasi am Straßenrand liegen lassen, damit er dort stirbt. Und das Gute ist, Amanda konnte nur kurze Zeit später von der Polizei in ihrem Auto gestoppt werden. Sean überlebte den Schuss und wurde, nachdem er sich im Krankenhaus erholt hat, wegen Mordes zweiten Grades zu 60 Jahren Haft verurteilt. Und Amanda, naja, so wie wir sie kennengelernt haben, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, dass sie nie nur einen Hauch oder einen Funken von Reue gezeigt hat.
Denn bei ihrem Verhör erzählte sie der Polizei im ruhigen Ton, wie sie ihre Tat durchführte und dass sie wirklich sehr stark probierte, ihren Schwiegervater Charles in die Brust zu stechen. Sie erwähnte sogar, dass sie kaum Blut auf ihre Kleidung bekam, weil das Messer so lang war. Sie erzählte auch davon, dass als sie später auf der Flucht war, eben so ein paar Blutspritze auf ihrer Kleidung gefunden hatte, welche sie dann mit Febreze eingesprüht hatte und dann rausgewaschen hatte auf dem Weg. Diese Frau ist psychisch krank gewesen und es wird noch besser. Sie erzählte auch davon, dass sie versucht habe, ISIS zu kontaktieren. Die Terrorgruppierung. Nicht, weil sie an das alles glauben würde oder vorhatte, irgendwas in die Luft zu sprengen, sondern einfach, weil sie für eine Zeit besessen von ISIS war. Sie erzählte aber auch, dass sie nie eine Reaktion der Terrorgruppe erhalten hatte. Wahrscheinlich auch besser so. Sie sagte selbst, dass sie sehr glücklich darüber war, endlich die angestaute Wut an ihren Schwiegervater rauszulassen. Und ich denke, ihr merkt so langsam, dass sie diese ganze Tat so geil fand und einfach, naja, Schlagzeilen bekommen wollte. Sie wollte berühmt durch diesen Mord werden und weswegen sie auch dieses Interview führte, welches dann auch später vor Gericht nochmal abgespielt wurde. Auch diese ganzen Social Media Posts, welche sie verfasste, sie wollte einfach in Gedanken der Menschen bleiben und versuchte quasi, sich von dieser ganzen Tat zu profilieren. Und so eine Art, naja, man kann es nicht Star nennen, aber das war vielleicht so ein bisschen das, was sie in ihrem Kopf hatte. Sie wollte durch diesen Mord berühmt werden. Man muss auch sagen, dass Amandas Rechtsanwälte nicht versuchten, sie als unschuldig darzustellen. Sie sagten aber, dass eben die Liebe ein sehr starkes und überwältigendes Thema ist, weswegen Leute halt oft sehr emotional werden. Es hat aber nicht wirklich was gebracht, sagen wir es mal so. Denn nur circa nach einer Stunde wurde sie für schuldig gesprochen und bekam eine lebenslange Haftstrafe. Sie hielt auch später nochmal ein Interview, in welchem sie von der Flucht sprach und erzählte, was dort alles passiert ist. Zudem sagte sie auch, dass sie die zwei perfekten Opfer gesehen hatte, weil sie wollte ja quasi durch Amerika reisen und während der Reise immer wieder Leute ermorden. Und dort soll sie zwei junge Mädchen getroffen haben, welche einfach perfekt für ihre Fantasien gewesen wären. Sie trafen die beiden an einem Rastplatz und dort stießen sie auf diese zwei Mädchen, die durch Tennessee und Virginia während dem Spring Break reisten. Sie wollte diese beiden Mädchen unbedingt ermorden, doch Sean sagte dann das zu ihr, was ich euch vorher schon erzählt hatte. Er sagte, er könne seine Mutter auch nicht noch mehr enttäuschen, weswegen die beiden dann gingen, Amanda wütend wurde, auf ihn schoss und ihn dann zurückließ. Amanda sagte auch später, dass Sean diese ganzen Pläne und die Reise total für sie ruiniert hätte, denn eigentlich hätte das alles ganz anders ablaufen sollen. Und leider bekommt diese Frau eigentlich genau das, was sie wollte, denn für ihre Taten bekommt sie sehr viel Aufmerksamkeit. Es wurden jetzt bereits zwei Crime-Shows über den Fall gedreht und eine dritte ist in Planung und die Mutter von Rex erzählte später in einem Interview, dass es für sie grauenhaft ist, das zu sehen. Sie sagt, dass viele Lügen über ihren Sohn erzählt werden und dass er sicherlich Dinge getan hat, die man nicht versteht, aber dass er kein Mörder oder eine böse Person war. Unter anderem unterstellt sie Amanda auch, dass sie all das nur wegen Aufmerksamkeit tat und diese nun auch noch bekommt. Sie selbst leidet extrem darunter, dass so viele Unwahrheiten über ihren Sohn erzählt werden. Und das rundet diesen ganzen Fall ab und bringt uns nun zum Ende. Ein unglaublich grausamer, schrecklicher und wirklich auch trauriger Fall, wenn man sich das mal überlegt. Eine ehemalige Familie, welche durch den Tod des Vaters komplett zusammengebrochen ist. Kinder, auf welche man einfach keine Rücksicht mehr genommen hat am Ende. Eine Mutter, welche psychisch krank war, komplett durchgedreht ist und eine Art, naja, schon fast Mordserie geplant hatte. Also all das ist wirklich ein sehr, sehr heftiger Fall und ich dachte mir, wir müssen einfach auf diesem Kanal mal darüber sprechen. Es ist ebenfalls wieder ein Fall, von dem man auf Social Media und im Netz nicht so viel findet. Wir haben dennoch heute versucht, das meiste an Informationen in diesem Video, naja, wiederzugeben und hier reinzupacken. Wie gesagt, wenn ihr diesen Fall schon kanntet oder allgemein etwas nachtragen möchtet oder allgemein eure Meinung zu diesem Fall dalassen möchte, dann schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare. Ich bin euch immer sehr, sehr dankbar drüber. Ich finde es auch immer mega geil, mit euch in den Kommentaren zu diskutieren, sich ein bisschen auszutauschen. Macht immer sehr viel Spaß, auch das Ganze zu lesen. Deswegen gebt mir gerne neuen Lesestoff. Und in dem Sinne würde ich sagen, das war's mit dem Video.
Und ich denke, das ist wieder ein Fall, der uns zeigt, dass wir draußen wirklich aufpassen müssen, denn du weißt nie, wen du irgendwann mal auf einer Raststätte triffst und vor allem, was diese Person vorhat. In dem Sinne, bleibt gesund, meine Freunde, passt auf euch auf, guckt immer mal wieder hinter eure Schulter, wenn ihr nachts nach Hause lauft. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch über alles. Ihr seid die Besten. Macht's gut. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle wie immer bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken, besonders der Stufe 2 und 3. Und das wären Alina Eisentraut, Bibi Spooky Gamer Girl, Black Lolita, Black Shiva, Cyberpsycho XX, Dies De Leo, FJ Mountain, Jacqueline Seidel, Julian Hausmann, Katharina Bogdanowski, Kinga1613, Lenny Fischer, Maria Pantu, Marie21, Michael F., Nadja Fettgenheuer, Niklas Möller, Patrick und Jenny 2017, Pyrojan95, RexyTV, Sascha Herrmann, Saskia Pfeiffer, Snicker, Sonnet Umichakir, Steffi, Stefanie, Steven Lied, Tombi27, Totti Botti, Verena Alberer, X Chavi, Yasu Chan, Yvonne, Alissa Anastasia, Angelina R., Anna Rose, Eisel, Beatrice König, Bianca Bega, Bloodsworn Breed, Brody's Rainbow, Celine W., Claudia Stetter, Cesilak, Da Passi, Deluxe, Dino, Droppy, Ella, Enga, Fabienne Janitzer Würsching, Florian Wilding, Fluffy XO, Fresh Callboy, Gabba192, GameStar, Giuseppe Corrado, GoHard, Eisblü, Isabel Wernicke, Jen Jen, Jennifer Karg, Jenny Steffel, Jessica, Joel Schnell, Jules F. Mew, Yuna da Luna, Justin Richter, Kai, Kikoro, Kilian, Kim S., Kimbo, King Amisa, Lara W., Lea, Liam Pascal Falkenberg, live gespielt, Lukas Borziskowski, Madia Ahmed, Magdalena Kantler, Mandy172, Manfred Büttner, Mario Meyer, Markus Burkhardt, Markus Hübner, Matthäus Zewiklinski, Max, Maximilian Hanke, Michael, Mike Holtkamp, Diaboli666, Mira Jane, Mr. Passo, Nancy, Nancy Koch, Nico Hund, Nicolas Großer, Nicole Seger, Nini, Noah Jones Leitenbauer, Oliver Dölchner, Rainbow Panda, René, Sagaria3, Sanji, Sarah, Sarah S., Sina Beck, Steffi, Steven Kuch, Strubbelhaar, Susi Novakovic, Sven Schulz, Tim, Dudi Chum, Tina Karaman, Venchu, Vroni Brandner, Xenia, Yolandi Nekokati, Zephirau und Zero Hour. An dieser Stelle wieder vielen, vielen Dank für euren Support.